Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Moviepark Germany. Und heute wollen wir uns mal alle Achterbahnen anschauen, die der Moviepark so bietet. Das sind einige, für groß und klein. Und eine Achterbahn ist schon hinter mir. Star Trek Operation Enterprise. Wir stehen hier auf dem Federation Plaza und zwar direkt neben der Achterbahn Star Trek Operation Enterprise. Die kann man am Haupteingang schon sehen. Natürlich muss man noch ein bisschen mehr in den Park reinlaufen, um die Achterbahn zu fahren. Und ich würde sagen, wir machen das doch jetzt einfach mal gemeinsam, oder? Ein paar Überschläge können wir doch vertragen. Star Trek Operation Enterprise wurde 2017 eröffnet im Moviepark. Es ist ein Triple-Launch-Coaster von Mack Rides und die ganze Fahrt hat eine Geschwindigkeit von 90 km/h. Wir mögen die Achterbahn richtig gerne. Normalerweise gibt es ja auch immer eine Pre-Show, die war jetzt bei unserem Besuchstag leider nicht da. Das ist auf jeden Fall ein Muss beim Moviepark-Besuch, hier mal vorbeizuschauen. Jetzt gerade war es echt eine entspannte Fahrt, jetzt gleich wird es ein bisschen ruckliger. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen Achterbahngeschichte an. Wir gehen jetzt zur ersten Holzachterbahn in Deutschland. Im Wild Wild West-Themenbereich steht Bandit und zwar ist die von 1999, also schon echt ein bisschen alt, aber immerhin noch jünger als ich. Und wir werden jetzt mal eine Runde damit fahren. Von der alten Dame hinunter in der Holzachterbahn. Die hat es da logisch in sich. Man kann die Achterbahn leider gar nicht so sehr einsehen. Deswegen haben wir von außen jetzt nicht so viele Aufnahmen. Aber beim Parkpublikum kommt die immer noch richtig gut an. Und es ist halt auch so ein bisschen Achterbahngeschichte hier im Moviepark. Im hinteren Parkbereich, auch im Wild Wild West, direkt neben Bandit, befindet sich MP Express. Ein Vekoma SLC von 2001. Und es ist auch hier, es gibt wirklich viele, die feiern die Bahn und andere sind da eher nicht ganz so begeistert von, wie ein SLC von Deko halt nun mal so ist. Ich würde aber sagen, wir fahren trotzdem mal nach.
kommen gerade vom MP Express, ja, und das ist nicht die Achterbahn, die wir direkt hinrennen würden, wenn wir im Moviepark sind, aber beim Parkpublikum kommt die Achterbahn immer noch ziemlich gut an. Mit 80 km/h donnert die Achterbahn über die Schienen. So Kevin, jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen fix und fertig hier von der ganzen Action. Ich brauche was Ruhiges und hier gibt es ja auch das Nickland, wo es wirklich auch Kinderachterbahnen gibt, also für die ganze Familie, und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wir stehen jetzt hier im Nickland und hier ist der Kinderbereich, und wenn man die Studiotour mit einrechnet, stehen allein in diesem Bereich 4 Achterbahnen und die werden wir uns jetzt mal genau anschauen. Die erste Achterbahn, auf die wir praktisch zulaufen, wenn wir ins Nickland gehen, ist Mission to Mars, der Vekoma Junior Coaster von 1996. Und weil das Nickland für die ganze Familie ist, ist natürlich auch die Achterbahn direkt für die ganze Familie. Ich würde sagen, da fahren wir noch mal ein Ründchen mit oder sogar zwei, weil die Achterbahn fährt nämlich 2 Runden. Kleine Achterbahn ist überhaupt nichts Spektakuläres, eine perfekte Einsteigerachterbahn für die Kleinsten. Aber hier gibt es dadurch auch ein paar rasante Sachen, wie zum Beispiel eine wilde Maus mit rasanten Kurven, und da geht's jetzt hin. Wir werden jetzt eine Runde Ghost Chaser fahren, und zwar von Mack Rides. Los geht's! Klassiker. Seit 2000 steht die Bahn hier schon im Park. 22 Jahre hat sie schon auf dem Buckel und ja, fährt 45 km/h, ist halt eine Pfandmaschine in den Kurven. Simi-Neutron ist die nächste Achterbahn, die wir fahren werden. Und zwar ist sie von Vekoma ein Suspended Family Coaster. Simi-Neutron wurde 2007 eröffnet und fährt 47 km/h die Strecke entlang. Es ist eine super smooth Achterbahn, ist so im hinteren Bereich vom Nickland, war bei der Kinderfahrschule. Das Theming ist jetzt nicht so doll, die Achterbahn steht eigentlich nur nackt da, aber sie fährt echt sanft und ja, probiert sie auch mal aus. Wir stehen jetzt hier vor der neuesten Achterbahn im Moviepark, die Moviepark Studio Tour. Von Intermin im letzten Jahr aufgemacht, 2021, eine Indoor-Achterbahn mit einem kleinen Outdoor-Element. Und ich würde mal sagen, da geht's rein. Ich habe gehört, da gibt es eine richtig schöne Pre-Show und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen in den legendären Moviepark-Studios. Mein Name ist Andy, Regieassistent des weltberühmten Regisseurs und Visionärs Steven Frillberg. Euch einen kleinen Einblick in den Alltag eines Filmstudios bieten zu dürfen.
und spann die Leute nicht länger auf die Folter. Es geht los. Wir haben gerade eine kleine Pre-Show gesehen. Wenige Minuten geht die, danach öffnet sich die Tür und man geht in den Anstellbereich weiter. Aber auch am Anstellbereich kann man unheimlich viel entdecken. Hier sind immer so kleine Fenster, wo man sich einfach mal genauer umschauen kann. Und vielleicht findet der eine oder andere noch Relikte aus Warner Brothers Zeiten. Dem Multidimension Coaster, ungefähr 60 km/h fährt das und ist auf jeden Fall auch was für Nostalgika. Man sieht teilweise noch Requisiten aus den Warner Brothers Movie World Zeiten. Da müsst ihr wirklich die Augen aufhalten und es lädt zu Wiederholungsfahrten ein, weil man nicht alles erkennen kann mit einer Fahrt. Kommen wir nun zur letzten Achterbahn. Schade, schade, weil es waren schon einige Achterbahnen hier im Moviepark. Van Helsing's Factory. Das ist eine dunkle Achterbahn und da gehen wir jetzt hinein. Kommt doch einfach mal mit. Willkommen zu meinem Workshop. Wir kommen gerade von Van Helsing's Factory. Es ist ein Dark Bobsled Coaster von Gerschlauer. Wer sich auch immer diesen Namen ausdenkt, meine Güte. Von 36 km/h fährt die und die ist von 2011, also noch gar nicht so alt. Macht immer wieder Spaß. Manche haben so ein bisschen Grusel in der Q-Line, das ist natürlich schon wirklich sehr dunkel, aber die Fahrt lohnt sich. Also wir fahren die immer wieder sehr, sehr gerne. Das waren alle Achterbahnen hier aus dem Moviepark, für groß und klein auf jeden Fall was dabei. Ich glaube, hier findet wirklich jeder seine richtige Achterbahn. Und ja, ganze 8 Stück gibt es hier. Was sind unsere Lieblingsachterbahnen, Bibi? Also wir mögen am liebsten Van Helsing's Factory, Moviepark Studio Tour und Star Trek. Das sind auf jeden Fall die Bahnen, die wir eigentlich immer fahren, wenn es nicht gerade so voll ist. Die machen uns auf jeden Fall am meisten Spaß. Das war's an dieser Stelle mit dem Video. Alle Achterbahnen aus dem Moviepark. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Der Moviepark hat uns ein bisschen unterstützt, sonst hätten wir dieses Videoprojekt nicht so umsetzen können, weil normalerweise ist das On-Ride-Filmen hier im Moviepark nicht erlaubt. An dieser Stelle Dankeschön und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video wieder. Bis dann, Henne. Tschüss.